Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Erstmal tut es mir leid, dass ich noch nicht angekommen bin und ja, wir haben Samstagabend nach 19 Uhr. Ich habe nicht mehr viel Akku, ich habe jetzt circa noch 20 Minuten, deswegen muss ich es schnell machen. Ich war shoppen, sagen wir es mal so kurz. Wieder einmal, diesmal keine Getränke, sondern diesmal Klamotten. Und ja, vielleicht fällt es ja den einen oder anderen schon auf. Ich habe hier eine Käppi und eine Mütze. Und ich möchte euch jetzt einfach mal alle so grob ein bisschen zeigen. Und ich hoffe, euch gefällt die Idee oder das Video einfach mal. Ja. Ich würde sagen, wir fangen hier auch gleich erst einmal an. Ich habe mir eine Käppi für... Ich glaube, die hat 6 Euro gekostet. So, ich kann hier mal eben in die Kamera halten. Die hat 6 Euro, glaube ich, gekostet. Ich war übrigens bei C&A shoppen und ja, wurde auch mal wieder Zeit. Das erste Mal richtig war ich, ja, shoppen. Ich habe 220 Euro ausgegeben und ja, an dem Abend heute war 20% auf alles oder irgendwie sowas. Also schon gut, so. Dann habe ich diese Mütze noch. Kann ich auch noch mal eben in die Kamera halten, zeigen. In lila oder rosa oder rot ist die, glaube ich. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Schützt auf jeden Fall die Ohren. Hier ist mal hier die Tüte von C&A. Und dann habe ich mir eine Jacke gekauft, eine Lederjacke für 49 hat die, glaube ich, gekostet und ja, runtergesetzt auf 39 oder so. Ich kann die auch nochmal hier kurz zeigen. So, ich kann die mal eben nochmal anziehen. So, wie gefällt es euch? Eine typische Türkenjacke. Und ja, ich mag sie auf jeden Fall. Die ist schön warm und kuschelig. So. Dann habe ich mir ein paar Socken gekauft, in schwarz, nichts Besonderes, einfach ein paar Socken, ne? Da meine Schuhe kaputt sind oder sehr, ja, ziemlich zerschrottet sind, habe ich mir mal für 25 Euro so welche Schuhe gekauft. Größe 44, wenn es euch interessiert, welche Schuhgröße ich habe. So, ich finde sie ziemlich schick. Und so teuer waren sie jetzt auch nicht. Also, ich mag sie. Und man kann meine Schwester hören. Sei gegrüßt, du bist an meinem Video. Dann habe ich mir tausende von T-Shirts gekauft. Ich kann ja mal alle so ein bisschen zeigen. Einmal das hier. Das ist ziemlich lustig, finde ich. Ich hoffe, man hat es gesehen. Dann so... ein schwulen T-Shirt, was ziemlich edel aussieht, finde ich. So grau mit weißen Punkten und roter Schrift und alles sowas, ne? Und dazu gab es auch noch so einen Schal oder sowas. Ich habe übrigens Größe L. Dann habe ich mir noch eine Röhrenjeans gekauft. So eine. Ne? Hier nochmal von hinten. So, ich hoffe, man konnte jetzt sehen. 29 Euro. Also ziemlich gut, meiner Meinung nach. Dann habe ich mir noch eine Hose gekauft. Für 19 Euro. Auch eine Röhrenjeans. Kann ich auch nochmal durchzeigen. Wie gesagt, ich darf das Video jetzt hier nicht zu lange machen. So, ich hoffe, man konnte sie auch sehen. Also auch, ja, dunkelblau. Und ich finde es sehr cool. Dann hier einen teuren Pullover. In blau, mit Knöpfen und so. Ziemlich kuschelig und weich. Ja. Stylisch. So.
Mir gefällt er. Wie teuer war er? 22 Euro für den Pullover. So, dann haben wir ein lustiges T-Shirt in weiß. Wer von euch kennt das? Angry Birds, genau, in weiß, schlicht. Ist auch ziemlich lustig. Dann habe ich einen dünnen mit weiten Ausschnitt in grau, schwarz gestreift und sowas, ne? In gestreift. Ja. Gefällt mir auch ziemlich gut. Hat 9 Euro gekostet. So. Dann haben wir eins, was mir auch ziemlich doll gefällt. Mit so einem Typen drauf. So. Ich kann nochmal eben zeigen. Nochmal deutlicher. So. Hat 12 Euro gekostet. Und ja, gefällt mir auch. Das hätte ich ja nicht gekauft, ne? So, einer meiner Lieblings-T-Shirts. Einfach weil es so knallbunt ist, so farbenfroh ist. Hier drauf steht Play irgendwas mit Music. Vielleicht könnt ihr das ja so lesen. Auf jeden Fall auch ziemlich cool. Wie teuer war das? Auch 9 Euro. Dann nochmal eine Hose. Hier. Ich glaube, das ist auch eine Röhrenjeans. Nochmal so zeigen. Glaube, ich halte die immer viel zu hoch, ne? Ist ja egal, ist ja nicht so schlimm. 29 Euro. Jo. Und die letzte Sache. Das wäre mein Lieblingspullover in Orange und Schwarz. Orange ist übrigens meine Lieblingsfarbe. Hier, so. Ich mag ihn. Hat 15 Euro gekostet. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's im Schnelldurchlauf. Ich sortiere das gleich erstmal ein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie hat es euch gefallen? Wir können es ja mal in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, Leute. Ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin jetzt glücklich. Ja. Toll, ne? Und nein, ich bin nicht geldgeil. Und das ist das Geld, was ich durch meine Ausbildung verdient bekommen habe, nicht durch YouTube. So. Ja, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ist übrigens nochmal der ganze Haufen. Im Überblick. Ja. 8 Minuten nehme ich erst auf. WTF. Dann kann ich es nochmal hier so ein bisschen so zeigen. So, nochmal hier so ein bisschen alles durchfühlen. Könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Schuhe. Dies und das. Bettdecke. Ja, meine Jacke. Ich hoffe, man konnte jetzt auch alle so weit sehen. Wenn nicht, tut es mir leid. Das Angry Bird T-Shirt. Hier. Ja. Soweit verabschiede ich mich dann. Man kann mich eben noch gleich nochmal sehen. Wartet mal. Ich verabschiede mich und wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Tschüss.